Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg zu der Mission Spionagehandwerk gemacht, eine Mission für die Railroads. Und wir sind jetzt mit Deacon in einen Abwasserkanal hier drinne, um uns hier bei der Dingens einzuschleichen. Bei Dr. Carrington irgendwo. Ja. Ne, den Prototyp wollten wir holen, genau. Zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter. Ja, ich kann damit nichts anfangen, als Meister. Nein. Nein. Ach, habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Okay. Gut. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer, toter Mist. Roger. Gegen Sins möchte ich nicht unbedingt kämpfen. Mich letztens vor Schreck bei einem. Scheint möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wie interessant. Hab dich. So. Wenn nur ein Gegner hier ist. Hat kein Problem, dürfte hat kein Problem sein, wir sind ja zu dritt. Oh, hi. Ich kann den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Nee, können wir ruhig kämpfen. Maven, ja. Kann ich auch noch irgendwie rausgehen? Weil langsam bin ich mir so unsicher. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das bedeutet, in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ja, du weißt schon. Schau dich mal um. Okay. Oh, hi. Das hier? Fand ich jetzt nicht so versteckt. Sensor meldet feindliche Präsenz. Bewegung entdeckt. Rechts an. Und her. Seltsam. Offenbar eine Tür. Kontakt festgestellt. Möglicherweise. Hoi. Das ist ein Schleichangriff. Okay, jetzt nicht gegen den Kopf, aber... Boah, die geht volle Möhre da rein, die Blöde. Oh Gott. Der eine Typ. Alter. Alter. Gott. Das ist der andere Typ, ey. Wir sind ja vor dem Brücken. Der hockt da die ganze Zeit in der Ecke. So ein Arm dran, was? Findest. Ah, ich muss wieder was trinken. Noch was. Kronkorken, die muss ich auch noch irgendwann mal benutzen. Flamel.
waren schon wieder extrem viele Gegner. Das wird nicht die ganze Zeit passieren. Ist da jemand anwesend? Da sind schon wieder so viele Gegner. Noch ein aktives Terminal. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Schalte sie ab. Halt dich vor. Kleine Überraschung, Freunde. Wow, wow. Hörst du das? Überaktive Sensoren, mehr nicht. Hallo. Ich wusste, dass... Keiner. Mein Gott. Ist ja voll gewacht, die sind doch... fast gar nicht angekratzt. Boah, ehrlich? Einfacher gewesen, wenn du dich nicht direkt vor mir gestellt hättest. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll der Dreck? Oh, hier ist noch einer. Die Fusionszellen für Dings. Ja, war sehr gut. Ich will Lasermunition. Dings hat, glaube ich, auch schon ein bisschen stärker geworden seit dem letzten Mal. Ich habe benutzt habe. Ja, der Geschützturm hat es jetzt nicht so gebracht, fand ich. Naja, war irgendwie klar, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wer ist Impact habe ich überhaupt? War 40, warum habe ich so viele? So. Okay. Dream. Verdammt. Tower. Ein Treffer, also Tau. Bin drin. Ja gut. Oh Mann, echt? Wo hab ich den getroffen? Oh, der hat sich sehr creepy umgedreht. Ist mich schon mal. Oh, du Blöder. Ihr seid echt auf den Todeswunsch aus, kann das sein? Ich habe sie noch nie so todessüchtig gesehen. Bye bye, meinst du dich? Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slogan-Shows eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Ein Ort, wir sind noch Gegner, weißt du, ne? Gegeben hat. Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Mein Gott, warum sind die alle tot? Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Das ist ein Bett. Sehr gut. Mein Gott, ey. Ich kann... Oh, Teddybär. Ich kann hier schon wieder... vor in der Nähe von Gegnern pennen. Soll ich die Flagge mitnehmen? Nö, okay. Wieder für Geschütze.
Zahl für den September sind da noch 8, hat einen Arbeits. Wenn jemand rum ist erwähnt, stellt sich euch dumm. Was? Was und so ein Signal. Halloween Party. Okay. Was zum Teufel ist diese Defense Intelligence Agency? Warum fragst du mich auf einmal? Sieht aus, als wüsste ich viel. Ach ja. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Ja, wenn du mit teilen meinst, damit mir gehört? Ja. Machen wir. Ich meine mal, hier sind viel mehr Gegner kaputt gegangen. Irgendwie finde ich aber nur voll wenig Leichen. Ja, kann ich mir nicht öffnen. So. Wird vertagt. Hallo. Bewegung entdeckt. Seltsam. Kann ich mir ja nicht machen. Oh, hallo. Ja. Ist ein Ausgang US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Und du bist darauf beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Okay, geil. Sag mal, geil. So weit ist es aber wieder gut. Da kann ich was anfangen. So was Dauerhaftes. So. Das immer automatisch funktioniert, finde ich gut. Da habe ich ja alles erkundet. Bin ich da reingegangen? Ich glaube nicht, ne? Aber da ist eine Kochstation. Mehr oder weniger. Ist schon was zum Kochen. Okay, ich habe hier vor kurzem einen Zeitschrift gefunden, also glaube ich nicht, dass hier direkt wieder was Geiles zu finden ist. So. Warte mal mit den Dingen. Boah, guck dich das Ding mal an jetzt. Hab ich noch nie benutzt, nachdem ich das voll aufgeballert habe. Aber ich krieg ja Munition jetzt zurück von denen. Oh, hi. Super. Danke, ich bin's wieder voll. Okay, die Waffe ist hier nicht gut. Verbrennen. Jetzt seid ihr da, oder was? Was machst du halt extra? Da links oder rechts gegangen, ne? Und der hat sich immer direkt vor mir gestellt. Naja. Und zack. Boah, was? Da war mal ein kritischer Treffer. Und wir gehen zurück und pennen mal eine Runde. Wir nehmen mal wieder diese Waffe. Muss ich unbedingt verbessern. Das ist jetzt nicht so gut. Dauert viel zu lange, bis sie ballert. Wie sie jetzt kacke. Ist mein Ziel verschwunden. Hallo. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Gehen wir mal da lang. Die Toiletten.
war irgendwo in der Toilette eine Falle entdeckt, deswegen bin ich ein bisschen paranoid. So, hier war ein Erste-Hilfe-Kasten, ist da auch einer. Nö. Die Männer kriegen keine Erste-Hilfe. Der letzte Rang von Schlösser knacken ist ja halt kein einziger Hand, aber irgendwie kaputt geht. Nicht irgendwie schwachsinnig, wenn er. Nein, wollte ich nicht mitnehmen. Nein, nehmen wir den mal. Pulsmine, Pulsmine. Da sehe ich irgendwie gar keinen Sinn drin, weil. Ah, Klammern. Sind billig, von denen hast du viel. Und ja, wozu sollte man das machen? Ich kann mir auch nicht vorstellen, Meister. Schlösser so schwierig. Du musst eigentlich nur immer richtigen, ja, in der richtigen Position sein mit den Dingern. Das ist genau wie in Skyrim. Da habe ich auch nie Schlösser knacken und so verbessert. Oh, hallo. Ich dachte eigentlich. Da habe ich auch irgendwie nie Schlösser knacken hochgeballert. Aber trotzdem den ganzen Meisterdinger hier. Dingens. Aber ich habe keine Erfahrungspunkte mehr. Ich habe trotzdem immer geschafft, die ganzen Schlösser zu öffnen. Die sind halt nur ein bisschen schwieriger gewesen. Aber mehr auch nicht. Sensor meldet feindliche. Oh, das war sehr gut. Das hat. Sind Anführer und nee. Was hat irgendwie extra knapp sein? Stellt sich. Muss ich die ganze Zeit vor mir hinstellen. Die ganze Zeit. Hast du was Brauchbares gefunden? Okay. Achso, hier müssen wir hin. Okay. Wer war das? Warte. Metallrüstung, warte mal. Lackiert war das Teil. Meine ganzen Sachen haben ja Effekte, ne? Oh, hi. Hol Erlöser. Ja, damit. Was ist das für eine Waffe? 10 mm, ja. Ich würde sagen, wir haben Glück. Wir haben die Bewohner knapp verpasst. Immer cool. Vor allem VHTS-Trefferchance, das ist ja schon mal richtig geil. Provisorische Batterie. Letztes mitgenommen, die wiegt eine Tonne. Das ist doch mal gut, ein Chemikalienschutzanzug. Den kann ich vielleicht gebrauchen. Wenn ich mal irgendwann in so ein Strahlungsgebiet durchrenne. Ich wollte aber noch nicht unzugänglich, okay. Wollte aber noch nicht hier hängen, da war ja noch was anderes. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Dann bitte sag mir nicht, ich muss ja mit dem Terminal öffnen. Ich fass nichts an. Die PEM-Initiative trägt bereits Früchte. Ja, haben die, ne? Das ist super. Wollt ihr durchlesen, mich interessiert das nicht so. Ich
weiß nicht mal, was das Zeug macht. Das. So. Ich hab genug Mond dafür mittlerweile. Okay, kann ich damit die Dinger öffnen, bitte? Minen! Verdammt! Ja. Verdammt. Oh, nur Treffer, was? Nee. Und hier? Nee, kann auch nicht. Kann auch nicht, kann auch nicht, was? Blown? Boom. Kann auch nicht. Das hier könnte, nee. Es darf ja auch nicht am Ende sein, ist auch Nulltreffer. Das hier, ne? Geschafft. Ja. Jetzt habe ich noch keinen Terminal hier vermasselt. Wo kannst du sowieso nicht vermasseln? Weil du musst einfach nur aus dem Terminal rausgehen, wenn du irgendwie halt nicht schaffst. Dann kannst du halt nochmal versuchen. Es ist eigentlich unmöglich, also ein Terminal hier zu vermasseln. Find ich jetzt. Die setzt sich überall hin, ne? Komm, lass ich die mal alleine, setzt sie sich irgendwo hin. Ja, aber noch ein Gebiet, wo man nicht waren, glaube ich. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Alter, was? Boah. Verdammt. Er nimmt mich direkt natürlich wieder töten, ne? Warum muss ich jetzt der Terminal nochmal hacken? Oh, echt? Boah. Lea, wie? Aber noch nicht lange. Sehen wir uns um, solange es noch geht. Ah, das war ja natürlich wieder sehr gut. Gehen wir mal hier lang. Sehr keine Minen. Lila Minen. Hallo? Aber keine Mine, hallo? Wo sind die weg gewesen? Puff, puff, puff. Mann. Jetzt war schon, nachdem ich geladen habe, oder was? Ein bisschen blöd, ich hätte die gern gehabt, die Minen. Was deines ist meins, okay. Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Was habe ich das jetzt gemacht? Für ein paar Klebebänder? Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Okay. Gucken wir wieder raus. Nee. Lass mal erstmal, muss man wahrscheinlich am Ende raus, ne? So, wo war ich denn jetzt schon wieder nicht? Jetzt muss ich hier schon wieder Ding. Nacken.
Wiser. Zwei Treffer. Oh, geschafft. Ja. So. Ich bin gleich wieder zum Bett hier. Hinschmeißen. Ich fass nichts an. Ich weiß nicht mal, was das Zeug macht. Das hast du schon mal beim letzten Mal gesagt. Weg. Aggressiv gegen jemanden rufen. Abgelehnt. Ah, okay. Sonst war ja nichts mehr, ne? Okay, noch irgendwo? Ich glaube, wir sind noch irgendwo angegangen, ne? Da sind wir gegangen, da sind wir hingegangen, da waren die WCs, genau. Hier nochmal zum Bett. Heil mich hoch und dann gucken wir mal, ob ich hier noch gebacken krieg. Ich blöd, dass die Bienen verschwunden sind. Okay. Die Waffe muss ich jetzt auch noch wieder hier reinpacken, ne? Ich stehe auf einzigartige Waffen. Und dann gehen wir schon mal dahin, wo wir hin müssen. Und wenn im Part. Das ist auch noch was. Stimmt. Ja, vergessen. Nehmen wir natürlich auch mit. Und zwar nix, ne? Okay, würde ich sagen, ich beende Partie und wir sehen uns dann. Ne, sind noch 2 Minuten, ich dachte statt 28. Okay. Ja, können wir ja noch ein bisschen gucken hier. Ja. So, wir sind hier. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ich hab Munition gefunden, Mann. Frau. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Wir müssen so oder so noch gegen die kämpfen. Super. Lederkombi. So oder so. Ich will aber meine Vault-Sachen haben. Da wäre das Spawn jetzt wieder welche. Die ganze Zeit Allies. Um den VHTS zu aktivieren. Das sieht vernünftig aus. Kann ich aber nicht hin, ne? Na gut, dann nehmen wir schon mal den Aufzug. Was soll hier ist noch was? Okay. Dann kommen wir alle in den Aufzug. Das wird natürlich sehr gut ausgehen wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, bevor wir in den Aufzug, bevor wir runterfahren, würde ich ein paar Tier beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich an alle Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.